Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bee Simulator. Wir haben uns das teuerste Outfit der Welt gekauft für 2000 Wissenspunkte. Und jetzt müssen wir erstmal wieder schauen. Dass wir uns irgendwie Meisterleistung bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Ich finde das schon mal cool, dass uns keiner angreift. Oder Leute? Pollen sammeln. Ja, ich bin da so ein bisschen mehr speziell. Ich will ja schöne Pollen haben. Ich habe auch gedacht, dass hier irgendwo nochmal diese Frau rumläuft mit diesen schönen Blümchen. Aber mir wird nichts angezeigt. Anscheinend kann ich wirklich einfach sinnlos Blumen sammeln. Nur wo? Ich habe die schönsten Blumen schon gesammelt, ne? Wie cool! Da warte ich jetzt, bis der rauskommt. Maulwurf! Ha! Na, na, na. Oh, hier sind voll die... Sind das blau oder sind das... Egal. Na, 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 na. Oh, das sind Weiße. Weiße will ich nicht. Long. Long. Huch, jetzt habe ich wieder Gas gegeben. Ich kann es wieder nicht aushalten hier. Was ist das? Ich kann ja mal wieder in meine Bienenansicht gehen. Oh, das ist sogar eine rote. Eine weiße? Ach, hier sind alles weiße. Ich will nicht in die weiße. Ist es wirklich eine weiße? Ich sammle die ganze Zeit weiße Blumen oder was? Das glaub ich ja nicht. Das glaub ich ja nicht. Oh, da ist noch eine grüne. Und eine gelbe Pflanze. Was ist denn da? Oh! Warum habe ich die jetzt nicht bekommen? Jetzt. Was ist denn da hinten? Was zu essen, ne? Ja, bei dem Jungen oder ach, Mädchen ist das. Oh, muss man das genau treffen? Weil irgendwie raff ich es nicht. Warte mal, wir versuchen uns mal direkt draufzusetzen. So, und jetzt runter. Ne, immer noch nicht. Jetzt essen wir, Leute. Ja, jetzt haben wir endlich... Flieg, kleine Biene, flieg. Okay. Ach, man kann sich auch hinsetzen. Oh, wie cool ist das denn? Oh, was ist da? Die Blumenfrau. Oh nein.
bin voll. Ich bin leider voll. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ja, ja, sind ja gleich da. Wir sind einmal durch den Park geflogen. Guckt euch das mal an, ey, wie mega ist das denn? Ah, flupp. Moderne Bienen gibt es seit etwa 30 Millionen Jahren. Das ist eine Menge Pollen, den ich gesammelt habe. Wow. Ja. Gute Arbeit, ja. Aber wir brauchen noch mehr. Mehr? Wow, meine Flügel werden abfallen. Quatsch. Quatsch. Wir haben doch jetzt unseren neuen Körper hier. Unseren pink-blauen. Obwohl man das Blau gar nicht so schön sieht, gell? Voll schade. Unsere Zockersuchtfarben sind es, Mann. Ja, yeah, ja. Yeah. Wie viel Pollen muss ich sammeln, bevor ich etwas Wichtigeres tun kann? Sammle 25 ungewöhnliche Pollen. Grün. Habe ich doch auch schon abgegrast. Es kommt mir alles noch vor wie das Tutorial. Um noch ein bisschen klar zu kommen mit, wie funktioniert das überhaupt. Aber ist ja kein Problem, ne? Long, klang, kling. Die Bienenansicht. Ich erinnere mich irgendwie an die Sims, wie die sprechen, ey. Ungewöhnliche. Na, na, ni, na, 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 na. Na, 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 na. Da kommen auch bestimmt noch Gegner. So, dann gucken wir mal, ne? Das sind alles weiße. Da ist noch was Grünes. Long. Long. Das Rot nehme ich natürlich auch mit. Ah, oh, das Rot kann ich gar nicht aufsammeln gerade. Krass. Ja. Long. Long. Lade es ab. So, wo ist mein Bienenstock? Da. Rambazamba, ab durch die Mitte. Lup. Müssen wir gleich versuchen, noch mal irgendwas zu essen. Dann haben wir wieder volle Ladung. Ach, ist das cool. So viel Pollen. Meine armen Flügel. Mach dir keine Sorgen um deine Flügel. Hol einfach mehr Pollen. Oh je. Noch mehr? Na gut. Sind wir eine Sklavenbiene? Neue Haut gegen alte. Wenn du ausgewählte Aufgaben und Missionen abschließt, kannst du dein Aussehen ändern. Du kannst noch einige neue Häute für Wissenspunkte kaufen. Ja, haben wir schon gemacht. Sammle so viele Pollen, wie du tragen kannst. Gut, jetzt ist es aber wieder scheißegal, welche. So, so. Was haben wir denn hier? Harry, die Hornisse. Oh nein. Igitt, eine Hornisse. Wir sind dem Untergang geweiht. Oh ja, die sind ganz, ganz böse. Richtig, kleine Biene. Du bist am Ende. Ich werde euch alle fertig machen. Euer Honig wird mir gehören. Hilf!
Babby, du musst unsere Königin warnen. Ich werde ihn aufhalten, solange ich kann. Du willst kämpfen mit mir? Na klar. Wir sind ja auch die Pinke Maya. Oh oh. Bekloppt. Komm schon. Gegen die Hornisse. Wenn es so einfach wäre, ey. Klein Bienchen gegen die Hornissen, ey. Denkst du hast mich besiegt, oder? Ich fange gerade erst an. Probieren wir es noch einmal. Willst du mich verarschen? Harry die Hornisse? Harry die Hornisse! Es ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder. Gut gemacht, mein Kind. Dein Mut gab uns Zeit, die Truppen zu versammeln. Eine Hornisse allein zu schlagen ist hart, aber gemeinsam können wir immer triumphieren. So vergingen die Tage. Und der Winter rückte immer näher. Der Winter naht. Der Sommer vergeht schnell und bald werden wir keine Blumen mehr haben. Ich verbringe meine Tage damit, so viele Pollen wie möglich für den Bienenstock zu sammeln. Heute hat uns jedoch eine höchst unwillkommene Besucher gestört. Eine Hornisse. Mega, wir haben es schon wieder geschafft, Leute. Belausche das Gespräch. Lustige Farm. Ich muss erst mal gucken, wo ich hin muss. Die sehen so geil aus, ey. Ach, da hoch müssen wir. Oh, sieh dir diese Faulbienen an. Sie hören nie auf zu tratschen. Aber sie scheinen Angst zu haben. Ich frage mich, was los ist. Hey. Ich habe gehört, dass eine weitere Spurbiene vermisst wurde. Sie wurde von einem Frosch gefressen. Es ist schrecklich. Spurbienen haben so ein gefährliches Leben. Und wir haben auch so viele bei der Hornissenattacke verloren. Ich glaube nicht, dass es genug Spurbienen für die Arbeit gibt.
Ich denke, Sie sollten den Vergnügungspark überprüfen. Es ist gefährlich, aber es wird dort bestimmt gute Plätze für Bienenstöcke geben. Vielleicht kann ich helfen. Ich sollte die Königin fragen. Biete der Königin deine Hilfe an. Es gibt immer was zu tun, oder? Ja. Eure Majestät, ich habe gehört, dass wir eine weitere Spurbiene verloren haben. Ist das wahr? Leider ja. Das war eine schwierige Saison für uns. Bitte, Mutter, lasst mich helfen. Ich werde mir diesen Ort mit dem Namen Vergnügungspark ansehen. Nein. Aber warum? Ich könnte helfen. Der Vergnügungspark. Dort ist es viel zu gefährlich für eine Jungbiene wie dich. Außerdem hast du deine eigene Arbeit zu erledigen. Du musst Pollen für uns sammeln. Okay. Ich werde tun, was ihr befiehlt, meine Königin. Wir dürfen noch nicht raus. Das ist wie damals mit der Biene Maya, ne? Und dann ist er einfach rausgegangen. Pollen und Pollen. Jede Biene kann Pollen sammeln. Ich wünschte, ich könnte etwas Wichtigeres tun. Ja, bestimmt bald. Honigbienen fliegen mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 Kilometern pro Stunde. Das ist gut. Oh, guck mal, es ist dunkel. Wie cool ist das denn? Sammle 20 Pollen. Mache ich. Und ich bin kein Jungtier. Ich bin fast 2 Wochen alt. Jetzt beschwert sie sich. Da hinten ist wieder eine Herausforderung. Wie viel Pollen muss ich sammeln, bevor ich etwas Wichtigeres tun kann? Sammle 10 ungewöhnliche Pollen. Weiße. Naja, das kriegen wir hin. Wir sind genug Weiße. Wir haben genug Weiße übrig gelassen. La. 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 Du hast die purpurrone Taubnessel im Glosser freigeschaltet. Aha. Oh, guck mal. Können wir uns doch wieder nehmen. Stopp, warte. Stopp. Der musste dich echt genau draufsetzen. Das ist doch auch nicht normal, oder? So. Nee, auch wieder nicht. Das gibt's nicht, oder? Guck mal, du kannst nie direkt drauf landen. Ey. Ist zu wieder nicht. Ach, egal. Weiß, ne? Kling, klong. Gute Arbeit. So, wo haben wir noch was? Hier hinten haben wir noch was. Das ist wieder ein Kampf. Na klar. Hey du, schwör ab. Wir mögen keine Besucher. Ach ja, das ist unser Park. Wir werden noch sehen. Hallo, ich hab's mit einer Hornisse aufgenommen. Oh. Thank you.
Zug. Stinkende kleine Biene, wir werden dich noch kriegen. Nein, weil ich besser bin. Ich bin nämlich eine Biene. Folge der goldenen Markierung. Was für eine goldene Markierung, Allah. Ja. Mach ich. Goldene Markierung. Sammle 20 Pollen. Schon wieder. Hab ich doch. 20 Pollen müsst ihr sein. Ach du Scheiße. Ich habe hier fast alles abgegrast, ne? Und ich bin kein Jungtier. Ich bin fast 2 Wochen alt. Ja, genau. Beschwer dich. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Egal was. Wie viel Pollen muss ich sammeln, bevor ich etwas Wichtigeres tun kann? Was nützt es, Pollen zu sammeln, wenn wir unseren Bienenstock aufgeben wollen? Wir können sowieso nicht alles mitnehmen. Schwer dich nicht so viel. Mach da Arbeit. Pollen. Oh. Sprich mit Alice. Ich liebe Pollen. Aber ich wünschte, ich könnte nach dem neuen Bienenstock suchen. Was ist denn das? Ich werde mit Alice reden. Sie ist weise. Schließlich ist sie eine ganze Woche älter als ich. Wie weit weg ist sie denn? Gib mir mal Gas. Was ist los? Du siehst traurig aus. Ich habe die Nase voll von Pollen. Ich wollte bei der Suche nach einem neuen Bienenstock helfen, aber die Königin wollte mich nicht lassen. Du musst so verärgert sein, aber ich weiß, was dich aufheitern wird. Folge mir und achte auf den Wind. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte keine Verfolgungsjagd. Stimmt, kleine Biene. Und jetzt wirst du es begreifen. Zeig es ihr, mein Schüler. Schlage Steven und Emily. Und wieder ein Kampf, Leute. Hey, meine Maus ging gerade nicht. Kling, klong, klong. So, erste Wespe besiegt. Nächste Runde.
Voll der Bienenfight, ey. Insektenfight. Süg! Wir sind voll die Kampfbiene, ey. Du hast mich und meinen Schüler geschlagen. Vorerst. Aber es ist noch nicht vorbei. Taffer Haufen. Bei diesen Wespen hier muss ich einen sichereren Ort finden. Fliehe vom Bauernhof. Achso, das ist der Bauernhof. Oh, cool. Richtung Vergnügungspark geht's jetzt, ja? Oh je, das ist der Vergnügungspark. Ich wollte nicht gegen Befehle verstoßen. Hast du aber. Aber da ich sowieso hier bin, bin ich sicher, dass es nicht schaden wird, diesen Ort zu erkunden. Stechende Interaktionen. Du kannst mit der Umgebung interagieren, zum Beispiel den Ballon stechen. Versuche alle Interaktionen zu finden. Stich! Und genau das machen wir in der nächsten Folge Bee-Simulator. Ich freue mich und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann!